So, guten Abend, liebe KfWler. Herzlich willkommen zur heutigen abendlichen Talkrunde, den Erzbischof durch Zeitzeugen erleben. Und zwar sind es Pater Schmidtberger, Pater La Roche, Pater Kaltenbach und Pater Pfluger. Und einen herzlichen Applaus. Ja, jetzt, ich habe zur Begrüßung schon einige Fragen angesprochen, die vielleicht euch interessieren auch. Ich denke, ihr habt auch viele eigene Fragen. Wir haben einige vorbereitet und hoffen natürlich, dass sich einiges klärt und die Paters uns gute Antworten liefern können. Herr Pater La Roche, die erste Frage an Sie. Sie waren ja in Rickenbach, im damaligen Generalhaus mit Erzbischof Lefebvre. Und die Frage, wie waren seine Tage organisiert, seinen Tagesablauf geplant, seine Freizeit? Ja, Erzbischof Lefebvre hat zu uns das Vorbild gegeben, das er in unseren Statuten geschrieben hat. Er war sehr regelmäßig, ein Vorbild der Regelmäßigkeit, der Einfachheit. Man hat ihn immer gefunden in der Kapelle um Viertel vor sechs oder fünf, zehn vor sechs, wo er sein Brevier gebetet hat, Matutin und Laudes. Und dann hat er, Jabez, wie in allen unseren Häusern, Prim und Betrachtung und die heilige Messe. Oft hat er die Messe selbst zelebriert um 11 Uhr oder 11.30 Uhr, ich glaube 11 Uhr. Er hat vorgezogen, die Messe um 11 Uhr zu lesen, wenn wir mehrere Priester waren, wenn er dabei war. Und sonst, also sein Tag war sehr einfach organisiert, aber sehr, sehr mit viel Regelmäßigkeit, wie gesagt. Er hat dann, er hat immer viele Briefe bekommen, dann hat er seine Briefe gelesen, beziehungsweise lesen lassen und antworten lassen. Und dann nach dem Mittagessen hat er immer einen Blick auch auf die Zeitungen geworfen. Er wollte immer wissen, was in der Welt und in der Kirche läuft. Er war sehr angenehm war es mit ihm zu leben, sehr einfach, wie gesagt, und sehr gastfreundlich. Es kamen viele Leute nach Zeitzeugen natürlich, und er hat sie immer mit viel Güte empfangen. Ja, vielen Dank, Herr Pater. Herr Pater Kaltenbach. Eine Eigenschaft von Erzbischof Lefebvre ist seine Väterlichkeit. Da die Frage an Sie, haben Sie diese Väterlichkeit auch persönlich erfahren? Ja, da kann ich von einem ganz besonderen Ereignis sprechen. Da war ich Seminarist. 1984 war gerade ein Jahr fertig mit dem Studium, also mit dem ersten Jahr fertig. Dann hat es immer geheißen, ja, Ekon, Ekon, Ekon. Und ich habe gedacht, da muss ich doch mal hin. Das muss ich sehen, dieses Ekon. Und da waren wir zwei Seminaristinnen nach dem ersten Jahr. Wir haben gesagt, wir fahren da einfach mal hin. Sind nach Ekon also aufgebrochen, haben uns da angemeldet. Natürlich nicht per Handy oder per irgendwas, sondern es gab ja damals noch nicht einmal einen Fax, sondern man hat tatsächlich noch telefonieren müssen. Wir haben uns da angemeldet, durften übernachten. Am anderen Morgen war die Heilige Messe und nach der Heiligen Messe waren wir gewohnt, wir gehen zum Frühstück. Wir waren aber noch im ersten Jahr, wir wussten noch nicht so genau, wie das in der Ferienzeit im Seminar so alles abläuft. In den Ferien sind wir zu Hause. Und in den Ferien ist das so, da ist die strenge Sitzordnung aufgehoben. Strenge Sitzordnung heißt, da sitzen die Priester, da sind die Brüder und da sind die Seminaristen. Und in den Ferien sitzen, je nachdem wie viele da sind, alle doch an einem Tisch. Das hatten wir ungefähr schon mitbekommen. Aber wer sitzt wo an diesem Tisch? Wussten wir nicht. Wir beiden deutschen Seminaristen, also wir waren die Ersten im Frühstücksraum. Ja, ja, die Deutschen haben immer den größten Hunger. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir uns ganz diskret und ganz bescheiden mal ein bisschen zurückhalten. Haben uns also einen schönen Platz an dem Tisch ausgesucht, nebeneinander. Und haben gebetet, uns hingesetzt. Und dann plötzlich mir gegenüber, ich wagte die Augen nicht zu erheben, kommt dann ein anderer,
schwarz gekleideter Herr stellt sich mir gegenüber zum Tischgebet, legt die Serviette hin und ich sehe auf der Serviette Monseigneur Lefebvre. Ja, hat er gleich den Ehrenplatz gefunden mir gegenüber. Ich wusste vor Freude und aufgeregt, hat natürlich jetzt gar nicht mehr, was ich machen sollte. Es war zum Glück Schweigen, musste also nichts sagen. Und dann habe ich mich ganz brav verhalten und da gesessen, habe meinen Kaffee eingeschüttet in so eine seltsame Schale, die waren dann nicht mal so richtige Tassen mit Henkel, sondern einfach so Schalen. Dann fehlte mir aber die Milch, die stand da auch. Ja, dann trinke ich den Kaffee halt schwarz. Aber der Erzbischof hat das sofort gesehen. Der hat sehr geschaut auf die Menschen, die mit ihm am Tisch saßen, wenn was fehlte. Er hat die Milch genommen und hat sie mir nicht einfach nur hingestellt, er hat mir eingegossen. Und das hat meine Freude natürlich noch vergrößert. Und dann hat er noch den Brotkorb genommen und hat mir auch noch ein Brot gegeben und die Butter hingestellt. Und das mit einem ganz, ganz feinen Lächeln. Und ich habe wirklich gemerkt, ich bin hier herzlich willkommen. Und das ist eine Eigenschaft, die ich beim Erzbischof immer bewundert habe. Diese Herzlichkeit, diese Sorge um die anderen. Er kannte mich ja gar nicht. Und trotzdem diese Liebenswürdigkeit. Vielen Dank. Ich denke, so soll es auch sein, dass man sich zu Hause fühlt, willkommen fühlt, da wo ein Vater auch zugegen ist, in dem Fall Erzbischof Lefebvre. Herr Pater Pflüger, welche Charakterzüge sind Ihnen besonders aufgefallen? Also man kann das gut mit Abbildungen darstellen, der Choleriker ganz besonders gut. Wir kennen auch nur Bilder vom Erzbischof, ist ja schwierig. Können Sie vielleicht etwas dazu sagen? Ja, das ist schwierig oder zumindest vielfältig, Väterlichkeit sicher. In der Psychologie gibt es ja 1289 Charaktereigenschaften. Und der Erzbischof hat wirklich sehr viele angenehme. Er war sehr authentisch, würde ich mal sagen, sehr also natürlich. Es war echt, sehr ausgeglichen auch, liebenswürdig, weise, war er sicher in ganz besonderem Maße. Konsequent. Aber was mir jetzt, wie gesagt, als junger Schüler und dann Seminarist und dann vor allem als Priester, als Oberer, was mich sehr beeindruckt hat, das war sicher zuerst sein natürliches gewinnendes Wesen, also seine Natürlichkeit. Wie Herr Pater schon gesagt, das war einfach echt, das war, so war er, das war nicht gekünstelt. Also da gibt es viele natürlich Anekdoten und viele Erlebnisse, wenn er in unser Haus kam. Er hat eine meiner Nichten, also die Schwester von Vater Stefan Pflüger, getauft. Der hat er dann jedes Jahr was mitgebracht, weil er kam meistens von Ekon dann bei uns zu Hause vorbei. Also diese Herzlichkeit hat die Kinder auf den Schoß genommen. Er hat sie mit einfachen Leuten unterhalten können. Das war wirklich echt. Und eine zweite Eigenschaft oder mir eine Gruppe dieser, was man ja in der Theologie die Früchte des Heiligen Geistes nennt, das war sicher seine Milde, seine Güte, also Geduld. Heilige Theresia sagt, die Geduld erreicht alles. Er hat sich, ich mag mich erinnern, es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, da war ich junger Priester in Oberried und der Erzbischof kam ins Haus für Firmungen am nächsten Tag, das war 1984. Und da war natürlich, er kam vom Refektorium runter mit mir, Pater Kocher war nicht da. Und da haben sich natürlich die Leute um ihn geschart und da war ein junger Mann, der hat uns alle geärgert und genervt, weil er immer so mindestens 3 oder 4 Plastiksäcke mit in die Kirche genommen hat und einen Lärm gemacht hat und seinen Apfel und sein Gemüse noch mitgenommen hat. Und ausgerechnet der stellt sich vor den Erzbischof und der hat ihn nicht verstanden, weil der hat, man kann nicht sagen, Österreichisch gesprochen, hat es gar nicht verstanden. Und der Erzbischof sowieso nicht, weil der kein Deutsch verstand. Und das hat mich jetzt einfach gestört, weil der Erzbischof hat anderes zu tun, als da mit diesem komischen Kauz. Und der Erzbischof hat
Und ich habe mich natürlich ein bisschen enerviert und echauffiert. Und der Erzbischof hat da die Ruhe bewahrt und hat da gelächelt und hat. Und das hat mich tief beeindruckt. Natürlich, wenn man von außen kommt in ein Haus, dann ist das immer anders, aber trotzdem, dass ein Mann in diesem Alter mit diesen Aufgaben, mit dieser Reise, die er gerade hinter sich hat, einfach da die Ruhe bewahrt, das hat mich tief beeindruckt. Und das Wichtigste, würde ich sagen, die Wichtigste, also für mich in meiner Erfahrung, Charaktereigenschaft, würde ich sagen, der Erzbischof war ein durch und durch pragmatischer Mensch. Das heißt, ein ausgeglichenes Urteil, nicht extrem, nicht übertrieben, hat sich ja viel anhören müssen, aber dieser gesunde Menschenverstand, sagen wir auf Alemannisch, also diese Art zu wissen, was Sache ist, was möglich ist, nicht einfach sich von extremen oder idealistischen Prinzipien leiten lassen, sondern eben in der Sache, die möglich ist, das Richtige tun, das ist pragmatisch, das ist Pragmatismus. Ich glaube, das war, wie gesagt, es gibt viele andere, aber dass diese Natürlichkeit, diese Ausgeglichenheit, diese Ruhe, das war schon beeindruckend. Ich denke vor allem auch diesen Pragmatismus, wie Sie wahrscheinlich aus, vor allem aus der Zeit als Missionar in Afrika mitgenommen haben. Ja, da war sicher ein viel, war er wirklich gesegnet von seiner Natur, von seiner Familie, von seiner Herkunft. Dann durch seine missionarische, er hat ein unglaubliches geografisches Gedächtnis. Also wenn er einmal an einem Ort war, hat er sich nach Jahren, nach Jahrzehnten, hat er wieder hingefunden. Und vor allem diese spontane und direkte und unkomplizierte Art, was man von einem Kirchenfürsten, von einem Mann in dieser Stellung, mit dieser Belastung ja nicht erwartet. Aber diese Authentizität, das war schon tief beeindruckend, hat sicher uns alle geprägt. Hoffe ich. Vielen Dank. Wir bleiben beim Thema Charakter. Pater Schütteberg, Sie haben den Erzbischof gut bekannt, haben mit ihm viel Zeit verbracht, wahrscheinlich auch die eine oder andere schwierige Situation. Wie würden Sie den Erzbischof ganz persönlich charakterisieren? Ich würde dem vollkommen zustimmen, dass er ein Mann außerordentlicher Güte und Väterlichkeit gewesen ist. Aber an erster Stelle würde ich denken, war er ein Mann der Kirche. Er hat immer für die Kirche arbeiten wollen und für das Priestertum der Kirche. Das war sein großes Ideal. Ich würde sagen, das war seine Leidenschaft. Und ich würde meinen, dass in ihm sozusagen, wenn vorher gesagt worden ist, diese Natürlichkeit, dass das Übernatürliche in ihm natürlich geworden ist. Es war ein Mann von einer unwahrscheinlichen Glaubenskraft, von einer großen Liebe zur Kirche und zu den Seelen. Und er war so anziehend und hat trotz der vielen Rückschläge und trotz der Prüfungen, die später und im ganzen Verlauf der Priesterbruderschaft über ihn hereingebrochen sind, ist er nie bitter geworden. Er ist nie irgendwie verzagt gewesen. Er hat immer wieder den Humor bewahrt, hat sehr viele Späße auch gemacht, nicht wahr? Und hat also sehr wohl auch verstanden, die Leute aufs Ärmchen zu nehmen. Nicht wahr? Das war also in besonderer Weise bei ihm bemerkenswert. Ich habe also, wie gesagt, viele Reisen mit ihm unternommen, habe viele Situationen mit ihm erlebt. Und ich muss sagen, er hat mein Leben zutiefst geprägt. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre oder was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht einem Erzbischof Lefebvre begegnet wäre, der für mich alles bedeutet hat und bedeutet. Und der liebe Gott hat es dann so gewollt, dass ich tatsächlich auch beim Sterben des Erzbischofs dabei war und ihm dann die Augen geschlossen habe nach seinem Tode. Vielen Dank, Herr Pater, für die aufrührenden Worte. Das Thema Humor haben Sie angesprochen. Ich kenne jetzt auch kein Bild, wo man den Erzbischof nicht lächeln sieht, vielleicht wenn er in Aktion ist in Afrika vielleicht mal, ja. Aber Pater Kaltenbach, haben Sie den Erzbischof einmal anders erlebt als
als lächelnd und humorvoll. Naja, ich kenne wenigstens ein Bild, auf dem der Erzbischof nicht humorvoll lächelnd ist. Und das ist in einem Lexikon, das einmal angeboten wurde. Das habe ich mir angeschaut. Und wenn ich ein Lexikon anschaue, dann gucke ich immer den Buchstaben L an, um zu gucken, welche Qualität das Lexikon hat. Und da kam da Lefebvre und da war ein Foto vom Erzbischof mit einem ganz strengen Blick. Und man sieht, wie er den Arm so erhoben hält. Boah, denke ich. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, meine Brille auszuziehen. Das tue ich immer, wenn ich etwas besonders gut sehen will, ziehe ich die Brille aus. War schon immer so, ist also nicht erst jetzt so. Und dann habe ich gesehen, dass der Erzbischof etwas in seiner Hand hält. Und es war ein Aspergill. Das war während der Liturgie, während er das Weihwasser gegeben hat. Man hat das vordere Teil rausgeschnitten aus dem Foto und hat einen ganz streng blickenden Erzbischof so gehabt. Aber eine andere Begebenheit, das war im Seminar in Salzgrofen, das war im Wechsel zwischen Winter und Frühjahr 1988, Februar. Der Erzbischof hatte sich entschlossen, 4 Priester zu Bischöfen zu weihen. Und da gab es ein bisschen Verdruss auf der einen oder anderen Seite. Und es gab auch im Seminar in Salzgrofen, wo ich gewesen bin, einige Seminaristen, leider auch einige Priester, die die Haltung vom Erzbischof oder die Entscheidung vom Erzbischof nicht verstanden haben und auch nicht mittragen wollten. Der Erzbischof war bei uns eine ganze Woche lang und hat Exerzitien gepredigt, geistliche Übungen, haben sie auch alle schon mal gemacht. Und der hat sich also vor diesen Bischofsweihen das ganze Werk der Bruderschaft, die ganze Welt, Rom, der Papst, der hat sich Zeit genommen, nach Salzgrofen zu kommen und uns Seminaristen die Wahrheiten des Glaubens darzulegen. Und jeder Seminarist hatte die Gelegenheit, ihn aufzusuchen auf seinem Zimmer. Wenn man Französisch sprach oder Englisch, konnte man alleine gehen, sonst durfte man auch gern einen Dolmetscher mitbringen, damit die Kommunikation dann eben sehr fruchtbar war. Ich habe die Gelegenheit auch genutzt zu einem Gespräch bei ihm. Ja, vor dem Bischofszimmer, wo der Erzbischof residierte, da stand ein einsamer Stuhl, auf den habe ich mich niedergelassen und darauf gewartet, dass mein Mitbruder, der vor mir dran war, wieder rauskam. Es dauerte eine Weile und ich hörte meinen Mitbruder im Zimmer des Erzbischofs. Und ich hörte ihn immer lauter und deutlicher. Und mein Mitbruder, der hat den Erzbischof angeschrien da drin. Ich habe dann nachher erfahren von diesem Mitbruder, dass er also versucht hat, dem Erzbischof klarzumachen, was es um die Kirche ist, was es um das Kirchenrecht ist und um die Moral. Der hat dem Erzbischof die Leviten gelesen, denn vom Erzbischof habe ich nichts gehört, nur diesen Mitbruder schreien. Und dann flog die Tür auf und dieser Seminarist kam hochroten Kopfes rausgestürmt und raste durch den Gang weg. Nach einer Schreckminute bin ich dann rein ins Zimmer vom Erzbischof und die Priester, die hier sitzen, die kennen dieses Zimmer, diese Möblierung, die wahrscheinlich noch aus der Gründungszeit von Salzgrofen ist. Der Erzbischof saß da auf diesem kleinen Sofa, ganz still, ganz traurig hat er irgendwo, machte er den Eindruck und schaute gar nicht, bis er dann wahrnahm, dass ich kam. Da hat er die Augen aufgeschlagen, nach oben, hat mich angeschaut, hat gelächelt, ist aufgestanden und hat mir die Hand zum Gruß gereicht. Er hat kein einziges böses Wort gesagt. Er hat gelächelt und ich hatte seine volle Aufmerksamkeit mit meinem Anliegen. Vielen Dank, Herr Martin. Stichwort Exerzitien. Schön, wenn ihr alle Exerzitien schon gemacht habt. Ich weiß noch mal, ob die Jugendlichen bei seinen Paderweisern von Jungs. Wäre schön, wenn ich noch ein paar anmelde. Herr Pater Rosch, hat der Erzbischof viel über seine Reisen erzählt, die er unternommen hat? Ja, Erzbischof war sehr offen und er hat, als er zurückkam nach Rickenbach, nach den Reisen, die er unternommen hat, damals in Frankreich, in Deutschland, in Italien, auch in Amerika, Nord- und Südamerika und Australien, hat er immer berichtet über seine Reise. Er hat die kleinen oder großen
Ereignisse seiner Reisen erzählt, wie es gegangen ist und wie er die Entfaltung der Bruderschaft in diesem oder jenem Land sah. Und noch kann ich hinzufügen, als er zurück von seinen großen Reisen kam, war er müde. Aber um mit uns am Abend zu bleiben, mit uns, das ist Pater Roch und mit mir, Pater Roch, der General Ökonom war, und mit mir, dann ist er am Abend zu Tisch geblieben, nicht gleich ins Zimmer gegangen. Er wollte mit uns ein bisschen sprechen und Gesellschaft leisten und vielleicht auch sich entspannen von seiner Reise. Also etwas, wie die Mitbrüder sagten, dass diese Güte und Offenheit von Erzbischof Lefebvre bezeugte. Vielen Dank. Ich denke, jeder kennt auch Situationen, wenn man auf einen Bischof zugeht, dass man immer auf scheue Distanz ist. Ich kenne die Szene noch im Kopf von meinem Bruder Emanuel, sitzt hier. Als er nach der Priesterweihe in den Wurstsammel gebissen hat, auf einmal stand der Bischof neben ihm, hat sich fast verschluckt. Herr Palle Krüger, haben Sie das auch so erfahren? Der Erzbischof hat es kurz vor seinem Lebensende noch bedauert, dass die Leute eben wegen seiner hohen kirchlichen Stellung auch nur auf scheue Distanz zu ihm gingen. Haben Sie es auch so erfahren? Ja, eben, der hat das in einem Vortrag gesagt, dass je höher er gestiegen ist in der Hierarchie, dass sich selbst die besten Freunde oder Bekannte aus Scheu, aus Respekt natürlich, aus Ehrfurcht, auch Pietät, zurückgezogen haben. Aber weil der Erzbischof eben so natürlich war, hat er eigentlich selber diese Barriere oder diese normale Ehrfurcht eigentlich überwunden und ist auf die Leute zugegangen. Das war das Besondere, dass er mit allen sprechen konnte, dass er mit einfachen Leuten, Er war es ja gewohnt, mit den Höchsten, mit Päpsten, mit Staatsmännern zu sprechen, aber das war einfach echt, wenn er nicht nur die Priester, sondern auch die Laien, auch einfachen Leuten zugehört hat. Und es war ja so, dann die Priester haben das auch ein bisschen ausgenutzt, oder jeder hat dann geschrieben und wegen einer Kleinigkeit angerufen, Gauland würde jetzt sagen, wegen einem Fliegenschiss, haben sie da den Erzbischof bemüht. Aber er hat immer geantwortet. Und so auch den Leuten zugehört. Also das war schon besonders, dass er mit so vielen Aufgaben, mit so vielen Sorgen natürlich auch, mit der Krise und so, die Führung des Werkes, dass er, wie schon gesagt, er hat sich nicht geniert, jetzt mit einfachen Leuten zu Tisch zu sitzen, zu essen. Auch da hat man so viel erlebt. Auch diese humorvolle Seite, wie er die vor allem auch Priester auf den, eben wir sagen, auf Alemannisch auf den Arm genommen hat. Die Franzosen sagen Taquiner. Er hat das ja. Einmal hat er mir gesagt, ist eigentlich schade, dass das. Nicht jeder hat das auch ertragen oder verkraftet. Das hat ihm dann auch wehgetan. Die allerschönste Szene, aber da schweige ich jetzt aus Höflichkeit, die war in Ekun, da waren die beiden Mitbrüder dabei. Da hat er so herzlich gelacht. Oder einmal, das war im Karmel, da war die Grundsteinlegung für die Kapelle. Also die Kapelle war schon fertig gebaut, aber die Schwestern haben ja auch dauernd eingeladen, wegen an jedem Quartembertag haben sie ihn eingeladen, diese guten drei Schwestern da. Und da war nachher ein gutes Essen und Nachtisch und zum Kaffee gab es so Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen und so. Und der Erzbischof hat seinem Tischnachbar, das war ein Mann der ersten Stunde, diese Süßigkeiten angeboten und der hat bescheiden abgewiesen. Der Erzbischof reicht noch einmal und noch einmal zurück und der Erzbischof insistiert und dann sagt dieser Mann, also er hätte ein Versprechen gemacht, dass seit der Krise, also seit der Verurteilung durch Papst Paul VI,
Mitte der 70er Jahre, das war damals also 1990, hat dieser Mann keine Süßigkeiten, keinen Kuchen mehr gegessen für zur Überwindung der Krise mit der Bruderschaft. Und der Erzbischof hat schallend gelacht und hat gesagt, ja, aber natürlich den Namen gesagt, aber seit der Bischof weiß, die Krise vorbei, Sie können ruhig Schokolade essen, bis Ihr Magen schmerzt. Ich glaube nicht, dass er sagen wollte, das Opfer hat keinen Sinn oder dass natürlich war die Krise da. Aber gerade die Bischofsweihe, das war für ihn so eine Erleichterung, dass er gesehen hat, das Werk geht weiter und die Feste soll man feiern. Und jetzt ist wirklich ein Fest und der Erzbischof ist da, der wusste damals ja schon, dass er Krebs hat. Aber dass er diesen Mann, der war wirklich verlegen und wir alle waren ein bisschen betroffen, weil das ist doch ein gutes Werk, da zu fasten und verzichten. Und der Erzbischof sagt, jetzt können Sie doch Schokolade essen, die Krise ist vorbei. Und so hat es eigentlich immer wieder, auch mit Mitbrüdern, wo er die Leute auf den Arm genommen hat. Es war nicht nur Humor, das war auch ein bisschen Schalk. Also das war in seinem Wesen und er konnte wirklich herzlich lachen. Das war nicht überbordend, aber das waren schon schöne Erlebnisse, wenn man gesehen hat, der ist einfach normal, der ist nicht, der hat die Würde, der ist ein heiliger Mann, aber wenn wir von Charakter gesprochen haben, das waren doch diese gewinnenden Seiten der menschlichen Natur, die einfach die Leute wirklich angezogen haben. Ja, vielen Dank, Herr Wader. Auch dass Sie über die Bischofsweihe zu sprechen kommen, über seine Stimmung. Um bei der Bischofsweihe zu bleiben, Herr Pater Stuttberger, eine Frage, die sich wahrscheinlich schon viele gestellt haben. Warum hat der Erzbischof nicht Sie zum Bischof geweiht? Sie waren damals Generaloberhaupt, seit Bischof war. Ich möchte zunächst noch ein kleines Wort anfügen zum Charakter des Erzbischofs. Es ist sehr viel gesprochen worden und ganz zu Recht, das muss deutlich unterstrichen werden, von seiner Güte, seiner Väterlichkeit, seiner Natürlichkeit. Aber der Erzbischof konnte auch sehr ernst sein. Auch das gehörte zu seinem Wesen dazu. Und ich möchte insbesondere zwei Szenen erwähnen hier. Zunächst einmal 1983 haben einige Mitbrüder in den USA mehr und mehr eine Haltung eingenommen, die sedevakantistisch war, sehr rigoristisch, sich von der Bruderschaft mehr und mehr distanziert haben. Und am 27. April 1983 kam es in den USA, ich war damals mit dabei bei diesem Gespräch, kam es dann tatsächlich zu einem Eklat. Der Erzbischof hat gesehen, es gibt keine Verständigung mehr und er hat diesen neuen Mitbrüdern gesagt, gehen Sie, nehmen Sie Ihre Freiheit, wir verstehen uns nicht. Das war eine sehr ernste Sprache, die er da geführt hat. Und es war ein sehr trauriger Augenblick. Aber auch das hat natürlich zu seinem Leben dazugehört. Eine zweite Szene, die ich erwähnen möchte, das war die Ankündigung von Assisi. Assisi hat stattgefunden, diese erste Zusammenkunft zum Friedensgebet von allen Religionen der Welt am 27. Oktober 1986. Und der Erzbischof war so entsetzt, so über alle Maßen empört über dieses Treffen, dass er hat kein Wort mehr gesagt, er ist kreidebleich geworden, ist in sein Zimmer gegangen. Also auch das hat zu seinem Wesen gehört. Er hat die Kirche geliebt und hat sich für sie wirklich aufgeopfert, bis zum Letzten. Und zwar nicht nur als einfacher Gläubiger, sondern als Bischof. Als Priester und als Bischof. Er hat das getan für die Kirche, was er tun konnte. Und hier sind wir jetzt genau bei dieser Frage der Bischofskonsekration. Und wenn Sie mir die Frage stellen, warum er mich nicht zum Bischof damals geweiht hat, so gibt es da eine ganz einfache Antwort. Zunächst einmal hat Rom selber eine Visitation bei uns abgehalten, 1987, in der Person von Kardinal Gagnon. Ein Kanadier, und in dem Gespräch mit ihm hat dieser verlauten lassen, dass wenn es also um eine Bischofskonsekration geht,
dass nicht der generalobere Bischof werden soll. Das war ein Wunsch von Rom, dem man also einerseits Rechnung getragen hat. Zweitens, es ist natürlich klar, wenn der Erzbischof Bischöfe weiht, dass das zu einem großen Eklat führt in der Kirche, zu einer großen Entscheidung von Rom, nicht wahr? Dann sind die Exkommunikationen gekommen. Es ist dann viel leichter, eine solche Sache zu verteidigen, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Ist klar. Und das dritte Grund, der liegt darin, also es war vorauszusehen, dass diese Bischöfe möglicherweise exkommuniziert würden. Diese Exkommunikation, die sogenannte Exkommunikation, ist dann ja 2009 von Benedikt XVI. Aufgehoben worden oder zurückgenommen worden. Es war klar, dass es natürlich für Rom schwierig sein würde, mit einem sogenannten exkommunizierten Bischof zu sprechen. Und folglich war es besser, nicht wahr, der Generalobere sei nicht Bischof. Wenn es also zu neuen Gesprächen kommt, zu neuen Verhandlungen nicht, und dass Rom sich hier nicht also provoziert, als provoziert vorkommt. Das waren die Gründe damals. Und ich denke, dass für uns alle, auch für die Bischöfe, die damals geweiht worden sind, für die vier, es nicht darauf ankommt, persönliche Ehre einzuheimsen, sondern der Kirche zu dienen. Und der Kirche so zu dienen, wie es am allerbesten ist. Und das ist damals als das Allerbeste angesehen worden. Ja. Vielen Dank, Herr Pater. Ich denke, diese Frage lag vielleicht einigen auf dem Herzen oder hat einige interessiert. Vielen Dank, Herr Pater Laroche. Was haben Sie am Erzbischof und seinem täglichen Leben, was haben Sie da besonders geschätzt? Was ich besonders am Erzbischof Lefebvre geschätzt habe, neben seinem Charakter, mit wie es gesprochen wurde, ich werde etwas erzählen diesbezüglich. Er war ein bisschen nettisch, ja. Er konnte necken die anderen. Aber was sonst ich besonders geschätzt habe, das ist das Vertrauen, das er hatte immer zu seinen Mitarbeitern. Und er hat das gehabt sein ganzes Leben lang in Afrika. In Etron und in der Bruderschaft. Wenn er jemanden eine Aufgabe gegeben hat, er hat ihm die Richtlinie gegeben und dann nicht mehr untersucht, wie er handelt. Das war schon eine große Eigenschaft von ihm. Vertrauen auf seine Untergebenen. Aber er wollte den Respekt gegenüber der Autorität. Einmal, als ich Seminarist war, kam ein Professor vom Außen her. Er hat irgendetwas über Kirchengeschichte, einen Vortrag gehalten. Und in diesem Vortrag hat er Geschichte erzählt, die wirklich in einem Seminar nicht passte, nicht am Ort waren. Und ein Seminarist ist aufgestanden und weggegangen während dem Vortrag. Und nach dem Vortrag bin ich zum Erzbischof Lefebvre gegangen. Ich habe ihm erzählt, was geschehen war. Und ich habe ihn gefragt, Monseigneur, ich war Seminarist, Monseigneur, hätte ich auch aufstehen sollen und weggehen sollen? Und dann antwortete er mir, ja sicher nicht. Nein, man muss... Sie dürfen nicht aufstehen, sondern dann, ich bin verantwortlich für das, was die anderen, die ich eingeladen habe, bin ich verantwortlich. Dann, wenn es etwas nicht tut, gesagt wird, nicht passend, irgendetwas, dann kommen Sie zu mir und sagen Sie es mir. Und dann hat er einen Vortrag den Seminaristen gesagt, nachher, wo er das betont hat. Er hat gesagt, ich bin im Seminar verantwortlich, dann wenn etwas im Seminar nicht gut funktioniert, Sie müssen zu mir kommen. Aber Respekt zu den Autoritäten, die ich angestellt habe. Und dann eine Geschichte mit den Mitbrüdern. Es war diesmal in Etron, als ich Professor in Etron war. Es gab einen
Priester, er war ein Benediktiner und war zu uns gekommen, ein Bretone. Die Bretone, für uns Ihnen zu erklären, das ist ein bisschen wie die Bayer in Deutschland oder wie die Franken in Bayern. Also, sie wollen speziell sein. Und dann dieser Vater, jedes Mal, als es die Rede war von der Bretagne, dann hat er geschwärmt über die Bretagne. Und Erzbischof Lefebvre hat darüber gelacht und er sagte ihm, dieser Priester war ein bisschen gelb im Gesicht und hatte ein bisschen Schlitzaugen. Und dann sagte er, aber ihr die Bretonen, was sind die Bretonen? Also das ist Nachkommen, ihr seid Nachkommen von chinesischen Räubern, die in der Bretagne gestrandet sind. Und dann hat er protestiert natürlich und wir haben alle gelacht. Vielen Dank, Vater. Es wundert mich natürlich, dass so viele humorvolle Geschichten über den Erzbischof zu erzählen gibt. Auch die nächste Frage handelt wieder von Humor an der Kaltenbach. Haben Sie eine Situation erlebt, in der er besonders humorvoll war, Herr Erzbischof? Ja, habe ich. Bis 1988 vier Bischöfe geweiht wurden, hat Erzbischof Lefebvre ganz allein als einziger Bischof auf der ganzen Welt in allen Priesterseminaren die Weihen gespendet, von der Tonsur über die niederen Weihen, die höheren Weihen bis zur Priesterweihe hin, allen Kontinenten, überall allein die Firmung gespendet, in Riesenzeremonien. Und da war es dann irgendwann so, als der Erzbischof dann etwas älter wurde, dass man gesagt hat, kann nicht in jedem Seminar jede Weihe stattfinden. Und wir Zeitzkofener, da war klar, die Diakonatsweihe, die war dann in Ekon. Immer in der Vigil vom Pfingsten waren Diakonatsweihen in Ekon und die deutschen Weihekandidaten aus dem deutschen Seminar wurden dann dorthin geschickt, um die Diakonatsweihe zu empfangen. Und da durften einige Male, hatte der Regens, der Leiter des Seminars, erlaubt, wer mitfahren möchte, der darf mitfahren. Das haben wir Seminaristen uns natürlich nicht zweimal sagen lassen. Das war eine herrliche Gelegenheit, den Erzbischof wiederzusehen. Eine herrliche Gelegenheit für eine wunderbare Zeremonie. Ja, und natürlich auch in die Schweizer Bergwelt zu enteilen, ins Wallis. Denn mit so einer Fahrt zur Diakonatsweihe war immer verbunden ein Tag Wandern in den Bergen. Das hat man so eingerichtet, dass das immer möglich war. Jetzt waren wir also da, es war noch ein bisschen Zeit, das war der Vortag von den Diakonatsweihen. Unser Pater Regens, der saß beim Erzbischof und bei den anderen Priestern am Tisch. Und ich bin hingegangen und habe gefragt, Herr Pater Regens, bevor wir das Frühstück beenden, wann fahren wir los, wo gehen wir hin, damit ich das den Mitbrüdern sagen kann. Nun, der Regens wusste selber auch noch nicht und hat sich quer über den Tisch so an den Erzbischof gewandt und sagt, Monseigneur, wir möchten in die Berge gehen, was empfehlen Sie uns? Und da sagte der Erzbischof, gehen Sie aufs Gornergrat, machen Sie da in der Nähe von Zermatt, machen Sie da eine Wanderung aufs Gornergrat, das ist wunderschön. Gut, Pfingsten, wir dahin, auf die Empfehlung des Erzbischofs, der kannte sich also recht gut aus. Und hat nicht etwa gesagt, nein, verbringen Sie den Tag lieber im Schweigen und in der Sammlung hier in diesem Seminar. Nein, gehen Sie in die Berge, machen Sie es, das tut Ihnen gut. Ja, und da sind wir da hinauf auf den Berg, 3000 Meter Höhe, herrliche Sonne, jede Menge Schnee lag da noch, es war kurz vor Pfingsten. Und als wir dann abends nach Ekon zurückkehrten, da waren wir rot wie die Tomaten, ganz rot, ganz, ganz, ganz verbrannt. Wir hatten an alles Mögliche gedacht, aber nicht an Sonnenschutz. Und dann am nächsten Morgen wieder bin ich zum Appell an den Tisch zu unserem Regens gegangen und habe gefragt, wie der Tag verlaufen soll. Und in dem Moment sah mich der Erzbischof. Ich war rot wie eine Tomate. Und er hat sich fast verschluckt an seinem Kaffee, hat diese komische Schale hingestellt. Er hat auf mich gezeigt, hat irgendetwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und er hat gelacht.
Er hat gelacht. Das war wunderbar. Alle haben gewusst, warum der lacht. Ich wusste es dann auch, warum es war. Es ist einfach großartig. Und dann hat er gesagt, das hat man mir dann nachher übersetzt, dass der Gornergrat dann wirklich eine gute Vorbereitung für das hochheilige Pfingstfest für uns gewesen ist. Vielen Dank, Herr Pater. Herr Pater Schmidtberger, Sie haben gesagt, Sie haben viele Reisen mit dem Erzbischof unternommen. Können Sie vielleicht uns da ein bisschen was berichten? Also vielleicht auch noch zwei kleine Anekdoten, die ganz amüsant sind. Sie wissen vielleicht, dass ich von einem Bauernhof komme und der Erzbischof war auch öfters bei mir zu Hause, fast jedes Jahr auf der Reise von Eckern nach Salzgrofen. Und er hat also bisweilen auch die Schweine besichtigt. Und als er daran gedacht hat, dass ich also die Leitung der Bruderschaft übernehmen sollte, hat er mir gesagt, also hören Sie, Sie haben doch eine ganze Horde Schweine, nicht wahr, betreuen können. Dann können Sie doch wohl auch 100 oder 200 Priester betreuen, nicht wahr? Das war eine Sache. Eine zweite Sache, das war 1987, waren wir auf der Wallfahrt nach Fatima. Das war damals der 70. Jahrestag und es sollte auch Russland dort der Mutter Gottes geweiht werden und so ist es auch gewesen. Auf der Fahrt von Lissabon nach Fatima saß ich im Auto neben dem Erzbischof. Auf einmal stößte mich an, sagte, hören Sie, Sie kommen doch vom Land, Sie sind ein Landjunge. Ja, die Mutter Gottes, die spricht zu den Landkindern. Ja, ich bin ein Städter, zu mir spricht sie nicht. Fragen Sie doch mal die Mutter Gottes, was im dritten Geheimnis drinsteht. Das sind also zwei solche Geschichten. Wie gesagt, ich habe also eine ganze Reihe von Reisen mit dem Erzbischof unternommen. Zunächst 1974 durch Süddeutschland. Wir waren damals bei Bischof Graber in Regensburg. Dann 1975 in Saarbrücken in der Pfalz, in München, in der Birnau am Bodensee und so weiter. Dann natürlich 1983 bin ich mit dem Erzbischof in die USA geflogen. Ich habe das schon erwähnt, bei diesem sehr schmerzlichen Ereignis der Trennung von neuen Mitbrüdern. Dann, da ich im Herbst 1983 eine Reise in die USA, dann nach Südamerika, also Argentinien, Brasilien und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viele Erlebnisse, sehr viele schöne Stunden erlebt, die ich nicht missen möchte. Der Erzbischof hat immer natürlich auch, als ich Generaloberer dann war und die Bruderschaft geleitet habe, hat sich immer interessiert für die Entwicklung der Bruderschaft. Ich habe ihm immer berichtet, ich habe ihn natürlich auch um Rat gefragt. Das waren also immer sehr, sehr gute, sehr fruchtbare Unterhaltungen mit ihm. Und er hat hier aus seiner ganzen Weisheit, aus seiner ganzen Erfahrung immer wieder also Ratschläge gegeben und auch wirklich das eine oder andere Mal vielleicht gedrängt, nicht wahr, dies oder jenes zu unternehmen oder dies oder jenes zu unterlassen. Das war also sehr hilfreich, außerordentlich hilfreich, diese väterliche, gütige Begleitung des Erzbischofs. Und haben Sie vielleicht noch ein ganz besonderes Erlebnis, was Sie vielleicht uns noch mitteilen können, was Sie mit dem Erzbischof erlebt haben? Ja, also das gibt eine ganze Reihe von Erlebnissen natürlich, einige habe ich jetzt schon erzählt. Wie gesagt, es waren auch durchaus traurige Ereignisse, nicht? Also 1983 die Mitbrüder in den USA, die uns verlassen haben. 1985 waren es vier Mitbrüder in Italien.
1989 waren es 7 Mitbrüder in Mexiko und Argentinien. Alle diese Ereignisse, die haben natürlich zutiefst einen geprägt und haben auch das Leben der Bruderschaft geprägt. Alles das hat man irgendwie gemeinsam mitgetragen. Aber 1983, das ist vielleicht noch interessant zu sagen, war der Erzbischof drauf und dran, nach diesen Ereignissen in den USA zu sagen, hat es überhaupt einen Sinn, dass wir hier das Apostolat weiter betreiben? Sollen wir nicht unsere Koffer packen und gehen in den USA? Das war eine ernste Frage bei Tisch, die uns gestellt hat. Wir haben gesagt, nein, so weit wollen wir nicht gehen. So weiter. Wir haben uns ein bisschen dagegen gestellt und zu Recht, nicht, wie ich meine. Und heute ist die USA, würde ich meinen, der blühendste Distrikt unserer Bruderschaft. Das hat viel Mühe, viel Schweiß, unglaubliche Demütigungen gekostet. Wir wurden vor Gericht geladen, wir mussten unsere Besitzungen verteidigen. Alles das waren unangenehme Stunden, nicht die es ebenfalls gegeben hat. Aber das war eben doch immer diese Begleitung des Erzbischofs, die es also ermöglicht hat, alle diese Dinge durchzustehen. Ich denke auch, nicht zuletzt zeugt das riesige Kirchenprojekt in St. Mary's von dem Aufblühen des amerikanischen Distrikts. Wenn es interessiert, es gibt auch ein Video auf YouTube dazu über das Kirchenprojekt in St. Mary's. Herr Pater Kluge, jetzt 50 Jahre ungefähr nach der Gründung der Bruderschaft. Wir haben vorhin schon gehört, dass Erzbischof nach dem Bischofsweihen schon die Krise für überwunden hat, zumindest auch sehr humorvoll gesehen hat. Hat sich der Erzbischof damals schon Sorgen um die Zukunft der Bruderschaft gemacht? Also, wie Herr Pater Schmierberger schon gesagt hat, er war sicher ganz und gar ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes. Und insofern hat er sich keine ängstliche Sorge gemacht, wie der Heiland ja sagt im Evangelium, man soll nicht über einen Tag sich sorgen, über einen Tag hinaus sich sorgen. Aber er hat sicher natürlich über die über das Werk sich Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Das war damals die große Frage mit der, soll er Bischöfe weihen und so weiter. Und ich denke, er hat sicher in den 80er Jahren, nach dieser großen Ausbreitung, viele Gründungen, da hat er sicher auch gesehen, so wie gerade angesprochen, diese schmerzlichen Erfahrungen, auch die Brüche. Es gab ein paar tödliche Unfälle von Priestern. Priester sind erschöpft oder gewesen oder zusammengebrochen oder weggegangen. Das hat ihn sicher diese Sorge um, ich würde sagen, mehr um die Priester, um die Heiligkeit, um das Ideal des Priesters, das hat ihn sicher beschäftigt. Es war ein Gespräch, es war nicht das letzte, aber das letzte große oder lange Gespräch, das war in Ekun, da war ich, wie gesagt, Distriktober in der Schweiz und hatte, weil man auch immer im Wallis Apostolat hatte, oft die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Der Anlass war eigentlich, dass er sehr unzufrieden war mit einem Priorat in der Schweiz. Das war das Priorat in Genf. Das war das älteste Haus in der Schweiz. Und da war eine Schwesterngemeinschaft. Das Haus haben wir heute noch, ist heute noch Priorat. Und zwei Priester haben da drin gewohnt und dann wurde eine Schule gegründet im Haus, im Priorat und diese Schule ist immer größer geworden und das hat den Erzbischof einfach geärgert, weil er, es war die Zeit 1987, wo er gesehen hat, die Priester sind einfach überlastet, es gibt viele, die können nicht mehr und er hat gefunden, die Schule frisst das Priorat auf, so wie man sagt. Und da hat er von mir verlangt, dass ich, das war damals die, also die Immobilienpreise, die waren am Höhepunkt, man kann mich noch genau erinnern, aber hat verlangt, dass man ein Haus kauft für die Priester. Und
so waren wir im Gespräch und dann kommt ein Anruf von Frankreich, von Paris, ein Priester. Es gab Probleme in Frankreich, also es gab ja immer Probleme in Frankreich, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und dann hat er sehr offen gesprochen über die Probleme, hat von einem Priester gesprochen, den ich auch gekannt habe. Also diesen Priester kann man nicht mehr einsetzen, der ist so komisch geworden. Und dann hatte er Tränen in den Augen, das hat mich tief geprägt. Wir kamen auf die Berufung zu sprechen, die Priester und dann eben den Karmel. Das war ihm immer ein großes ein Herzensanliegen. Er hat ja mit seiner leiblichen Schwester, die Karmelitin war, den traditionellen Karmel, kann man sagen, neu gegründet oder in der Tradition gegründet. Und das war so ein Berufungshype. Also alle Mädchen, die eine Berufung hatten, auch die, die keine Berufung hatten, sind eingetreten und mit Bussen, da wurden Einkleidungen organisiert. Hat er mir damals gesagt, es waren schon die Oberinnen bestimmt für neue Karmel in Kanada, in England, zwei in der Schweiz. Aber diese Schwestern sind auch schon wieder zurückgekommen, solche, die Profess hatten. Und das hat ihn tief beschäftigt, dass einfach die Festigkeit oder die Stabilität, das Durchhaltevermögen nicht da ist. Ich glaube, das waren schon seine Sorgen. Aber jetzt über die Krise, ich mag mich erinnern, das Jubiläum in Paris 1989, da gab es eine Oberversammlung, da war Herr Pater Schmidberger schon Generalober, hat das auch geleitet, aber ein Mitbruder aus Neuseeland hat gefragt, ja, so den Erzbischof gefragt, lohnt es sich noch Kirchen zu bauen, Schulen zu eröffnen, 1989? Und dann sagt der Erzbischof, also meiner Meinung nach geht die Krise lange, 30 Jahre hat er damals gesagt, sind jetzt übrigens genau 30 Jahre. Aber er hat nicht natürlich gemeint jetzt die Krise mit Rom, mit der Bruderschaft, sondern einfach die Krise in der Kirche. Aber ich glaube, die Sorge für die Priester, das hat ihn natürlich schon beschäftigt, das Durchhaltevermögen, dass man sich in... Er hat dann auch einen Vortrag gehalten, mag ich mich erinnern, wo er auch über die Aufgaben des Priors spricht und sagt, also die Aufgaben des Priors sind die priesterliche Heiligkeit. Er hat dann, was er am Anfang schon da war in seinen Vorträgen als Oberer von der Missionsgesellschaft, wo er Oberer war, Generaloberer, das war immer sein großes Anliegen, die Erneuerung des Priestertums, die Heiligkeit des Priesters. Er hat einfach gesehen, das ist eine ganz entscheidende Herausforderung. Und dann sagt er also, die Heiligkeit des Priesters, das ist die Hauptaufgabe des Priors in seiner Gemeinschaft, das Gemeinschaftsleben und die Liturgie. Und das Gemeinschaftsleben, das war ihm dann wirklich wir haben ja Priorate, nennen wir das, diese Spannung zwischen Missionar und Mönch, also dass der Priester eben doch Zeit hat für das innerliche Leben. Ich glaube, das hat ihn in den letzten Jahren stark beschäftigt. Es gab dann auch Priester, wie Herr Vater schon gesagt hat, die weggegangen sind, die ganz aufgegeben haben oder die neue Messe gelesen haben. Also wie kann man dieses Werk geistlich und spirituell also auf der Höhe halten? Aber jetzt so Sorgen, was morgen ist, da war er ein ganz... Das war jetzt ein wesentliches Prinzip von seiner Spiritualität oder von seiner priesterlichen Haltung, dass er sagt, man soll der Vorsehung nicht vorausgehen, die Vorsehung nicht zwingen, sondern eben die Zeichen der Zeit erkennen und sehen, was die Vorsehung will. Und ich glaube, da hat er wirklich, das war eine ganz große Herausforderung, diese Bischofsweihen, aber er hat sicher... Das war ein ganz, ganz tief ein Mann der Kirche und hat das getan, was er tun musste. Und in diesem Sinne war er sicher besorgt, aber jetzt nicht in einer, eben wie gesagt, eine ängstliche oder eine negative oder eine Sorge, die eher Ausdruck eines mangelnden Glaubens ist, das sicher nicht. Okay, vielen Dank, Herr Pater, für die Worte. Ich denke, die ganzen Fragen, die Sie beantwortet haben, würden
haben viel beantwortet von unseren Fragen, aber ich denke, es sind einige noch unter euch, die vielleicht noch die eine oder andere Frage auf dem Herzen haben. Und ich will jetzt noch die Gelegenheit auch für euch bieten, dass ihr Fragen stellen könnt. Wir möchten sie noch nicht entlassen. Also mich würde interessieren, wie dann der Erzbischof mit seinem über die Begegnung mit den amtierenden Päpsten gesprochen hat, weil er doch auch immer das Gespräch mit Rom gesucht hat. Das ist jetzt eine Frage an alle. Wenn Sie beantworten möchten, dann wäre das hier. Pater Lausch, vielleicht können Sie was dazu sagen. Also er hatte sicher einen ganz großen Respekt. Also die dürfen dann schon antworten. Er hat sicher einen ganz großen Respekt gehabt, es wurde auch schon gesprochen über die Achtung vor der Autorität. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo Papst Paul VI. Sehr verärgert war 1975 und der Erzbischof hat eine Audienz bei ihm und der Erzbischof berichtet dann das. Das ist übrigens jetzt 50 Jahre danach ist das veröffentlicht worden, auch von römischer Seite. Und da sagt zuerst der Papst, was haben Sie gegen mich? Und der Erzbischof erklärt dann das. Da war das Gerücht, dass er einen Eid sprechen lässt und so weiter. Und dann sagt der Papst, ja, was haben Sie gegen das Konzil? Und da sagt der Erzbischof, ich habe nichts gegen das Konzil. Und das sind gewisse Texte, die muss man interpretieren, die muss man besser klären und so weiter. Er hat ein einziges Mal, soviel ich weiß, vom polnischen Papst gesprochen, was ein bisschen negativ war, aber das war das höchste der Gefühle. Sonst hat er nie, meines Wissens, jetzt negativ oder despektierlich oder verachten, wie man das jetzt heute, ist fast selbstverständlich geworden, oder über den Papst zu reden, wie ein eben nicht mehr als das Amt zu sehen, die Würde, die Nachfolge Christi, sondern einfach ein Heretiker oder ein Ketzer. Aber ich glaube, das war der Erzbischof so nicht, soviel ich weiß. Also 1986 bei der Ankündigung von Assisi hat er einerseits am Gründonnerstag und dann am Ostersonntag sehr starke, scharfe Worte gefunden, auch gegen den Papst damals. Das muss man schon sagen. Also das ist mir sehr wohl im Gedächtnis geblieben. Das ist das eine. Ein weiteres kleines Ereignis, an das ich mich genau erinnere. Er hat 1978 bei dem neu gewählten Papst Johannes Paul II. Einen Monat nach dessen Thronbesteigung eine Audienz gehabt. Und ich habe nachher angerufen, um zu hören, wie das ging. Und dann sagte er, also der Papst war sehr liebenswürdig, sehr entgegenkommend, sehr freundlich, und aber er ist sehr liberal. Das war seine Ausrede. Er ist sehr liberal. Also, und wie gesagt, 1986, da mit der Ankündigung von Assisi, das hat ihn zutiefst getroffen und empört. Er, der alte Missionar, der 30 Jahre lang in Afrika für die Bekehrung der Schwarzen gearbeitet hat, sich verausgabt hat, sich eingesetzt hat für die Bekehrung dieses Kontinents, auf jetzt auf einmal zu sehen, der Papst lädt alle Religionen ein, alle Religionsführer werden mehr oder weniger auf die gleiche Stufe gestellt wie er selber. Das hat seine überhaupt seine Vorstellungswelt völlig über den Haufen geworfen, dass so etwas möglich ist. Und das hat ihn zutiefst empört, das muss man schon sagen. Und da hat er also dann sehr ernste Worte gefunden damals. Aber was den persönlichen Kontakt mit den Päpsten, das war Paul VI., das war Johannes Paul II., dann Der spätere Papst Benedikt, nicht wahr? Also damals noch Kardinal Josef Ratzinger, mit dem er mehrere Gespräche ebenfalls gehabt hat, das war immer in einer sehr, in seiner sehr respektvollen Art und Weise. Man kann es nicht anders ausdrücken. Also das stimmt natürlich schon.
Das war der Super-GAU nach der Neuen Messe. Aber oder, um die gleiche Zeit hat dann ein Priester von uns gesagt, dem Papst, wegen Assisi müsse man eine Kugel durch den Kopf schießen. Und das hat den Erzbischof zutiefst, das hat er also absolut zurückgewiesen. Also jetzt diese Verachtung einer menschlichen Kritik über den Papst, das war so nicht. Aber natürlich die theologische, klar. Ja. Bezüglich Assisi, das ist Erzbischof Lefebvre, der einem Seminarist, der gut zeichnen konnte, einen Katechismus im Bild machen ließ. Das heißt, man sah auf einer Seite Assisi, war bezeichnet, also gezeichnet, indem man sah alle Leute von verschiedenen Religionen, die nach Rom dienten, die vom Papst angenommen wurden. Und auf der anderen Seite, das war der Papst, der vor Christus erscheint nach seinem Tod. Und Christus, er sagt, ja, also hier gibt es keinen Ökumenismus und den Teufel bei der Seite, hierher die Ökumenisten. Und dann haben einige Leute sich empört. Aber es Bischof Lefebvre erklärte, nee, das ist ein Katechismus im Bild, im Bilder, Bilderkatechismus. Und als in den Jahren 1981, 82 gab es viele, viele Schreiben, die von Erzbischof Lefebvre nach Rom gingen und umgekehrt, Kardinal Schepper damals. Und man hat mehrere Male gehofft, dann wird eine Lösung kommen. Der Papst Johannes Paul II. War eher für eine Lösung. Aber dann Kardinal Schepper, nachher das gleiche mit Kardinal Ratzinger, haben immer betont, es genügt nicht, dass sie unterschreiben, dass sie das Konzil im Prinzip anerkennen, sondern müssen sie auch alles, was von Rom kommt, mit dem Religiosum Obsequium annehmen. Religiosum Obsequium, das bedeutet religiöse Unterwerfung. Und als der Bischof Lefebvre das las, sagte er, ja, il nous embête avec le Religiosum Obsequium. Il nous embête, comment on dit ça? Sie gehen uns auf die Nerven mit ihrem religiösen Obsequium. Also. Ja, vielen Dank. Sie würden, die Zeit ist jetzt schon leider fortgeschritten. Wir würden jetzt noch eine Frage beantworten. Ansonsten denke ich, dass die Partner vielleicht noch für die eine oder andere Frage zur Verfügung stehen. Da hinten gehen einige Hände hoch. Schauen wir. Okay. Kein Schweig. Der Mann mit Gott. Hatte der Erzbischof in den 70er Jahren aber noch irgendwie viel Kontakt mit den traditionsgebundenen Bischöfen? Oder wie war das so zu dieser Zeit? Also der Erzbischof hatte sehr wohl Kontakte mit Bischöfen. Ich habe schon erwähnt, den Besuch bei Bischof Graber 1974, um ein Beispiel zu nennen. Ich erinnere mich genau darüber hinaus. Kurz vor Weihnachten 1977 hat ein fünfstündiges Gespräch mit Kardinal Höffner aus Köln im Kloster Bühl in der Nähe von Baden-Baden stattgefunden, wo ich ebenfalls mit dabei war. Das heißt also genau gesagt, der Sekretär von Kardinal Höffner und ich selber, wir waren im Nebenzimmer, haben die fünf Stunden ausgeharrt, nicht wahr, bis die beiden Herren sich also dann ihr Gespräch beendet hatten. Und dann wurde also gemeinsam, saß man zusammen, um ein Kommuniqué für die Presse zu finden. Also es gab eine ganze Reihe von Treffen. Er hat den Bischof von Augsburg getroffen, Stimpfle, damals. Er hat Bischöfe in Spanien getroffen, er hat sehr viele Bischöfe, Kontakt zu sehr vielen Bischöfen gehabt. Ich meine, es gab doch einen
er hatte doch die Idee, mit Bischof Graber anfangs der 80er Jahre einen öffentlichen Brief zu schreiben. Ich weiß das, weil ich war noch im Seminar 83 und ich musste alle Adressen von den Bischöfen, also die tippen auf meiner alten Erika-Maschine, die Adressen von den Bischöfen, die mit dem Erzbischof auf dem Konzil im Tschötus Internationalis Patrum, das war so eine Vereinigung der konservativen Bischöfe, da wo der Erzbischof wesentlich mit dabei war. Und da dachte er kam da ins Seminar, ging auch nach Regensburg und er hatte die Hoffnung, dass dieser Brief wurde geschrieben, aber der Bischof Graber hat nicht unterschrieben. Und darum war die ganze Mühe dieser Adressenschreibung war vergebens. Also das war damals die große Hoffnung, der Bischof Graber. Eine ganz kurze, ich denke, sehr interessante Frage zum Abschluss. Herr Pater Schmidberger, Sie haben gesagt, Sie haben dem Erzbischof die Augen schließen dürfen. Was waren die letzten Worte des Erzbischofs? Die letzten Worte hat er gerichtet an den Regens von Eckorn. Das war wohl kurz vor dem Palmsonntag oder am Palmsonntag selber 1991. Er ist verstorben am Tag, also in der Nacht vom Palmsonntag auf den Montag der Karwoche im Krankenhaus in Martigny. Um 2:30 Uhr. Er hing da an den Maschinen, war wohl im Koma bereits. Also ich habe da nicht mehr mit ihm gesprochen. Es war nicht mehr möglich, er war nicht mehr bei Bewusstsein. Die Körperfunktionen starben nach und nach ab. Und die Ärzte um 2:30 Uhr haben die ganzen Maschinen abgeschaltet und haben gesagt, der Erzbischof ist tot. Der Tod ist eingetreten. Und ich habe ihn dann tatsächlich die Augen geschlossen. Also die letzten Worte, die er gesprochen hat, das war wohl, dass er dem Regens von Ekon, Abbé Simonin, zu verstehen gegeben hat, dass er seine Krankheit, seine Leiden, wohl auch sein Leben aufopfert für die Kirche. Sehr schöne Worte. Vielen Dank, Herr Pater Schmidberger. Ja, vielen Dank an Sie alle Hochwürden, dass Sie heute Abend gekommen sind und das Leben des Erzbischofs etwas näher gebracht haben, dass auch wir den Erzbischof kennenlernen durften. Der Dienst hat sich groß nach Erzbischof.